So, ich hole mir jetzt ein Schäfchen. Schäfchen, Schäfchen. Ich möchte ein Schäfchen. Aber wenn ich die jetzt mit dem Eiszauber angenommen, nehmen wir mal den Schwachen sicherheitshalber, dass wir die nicht gleich umbringen. Wenn wir die jetzt angenommen mit dem Eiszauber erst betäuben, dann sind sie ja eigentlich auch langsamer, oder? So, die Pfeile auch gleich ausrüsten, dass wir alles fertig haben. So, erstmal mit der 4. Betäuben. Hallo? Eigentlich müsste ja auch ein Pfeil oder zwei Pfeile reichen für so ein Schaf, oder? Schafi? Schäfchen? Ne? Brauchen wir wirklich drei? Okay, man braucht wohl drei. So. Dann holen wir uns jetzt erstmal ein Schaf. Machen hier ein paar Äpfelchen rein. Wo sind meine Äpfel? Ah, hier. Jo. Da wollen wir mal schauen hier. Wo sind die anderen Schafe? Natürlich jetzt alle weggerannt. Aber das macht nichts. Haben wir zumindest erstmal ein Schaf. Ist besser wie nichts. Die anderen Schafe kriegen wir schon noch. Die kriegen wir schon noch. Tja, es dauert wohl jetzt wieder ein bisschen. Das dauert. Ein bisschen dauert das. Ein bisschen dauert das. Bleib ja betäubt, du. Ich sag's dir. Ach ja. Schnarch. Schnarch, schnarch, schnarch. Ich hoffe, ich krieg das Tier durch die Tür. Das wäre jetzt natürlich blöd, wenn nicht. Ich kann mir ja in der Zeit mal eben schauen, wie lange nehme ich denn schon auf. Okay, alles klar. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Schäfchen. Schäfchen. Iss! Iss den verdammten Apfel! Bitte! Bitte! Na, lange dauert's nicht mehr. Gleich geschafft. Alter! Hab ich mich erschrocken, doch, das ist ein Krach? Gott! Warum ist denn das so laut? So. Das teilen wir erstmal. Und machen so. Oh, Nase juckt. Oh. Oh. Oh, Entschuldigung, da bin ich wieder. Ich musste mal schlagartig ganz schnell das Mikro ausmachen. Ich musste gerade niesen. So. Was ist das denn? Vielgestalt. Ah, das ist ja geil. Das will ich haben. Aber erstmal verdonnern wir das Schaf dazu, Fell zu machen. Ja, gut, es dauert. Aber wie gesagt, wenn man von denen ein paar hat, erstmal, das könnte sich durchaus lohnen. Komm mal mit, Schäfchen. Wollen wir mal gucken, ob du durch die Tür passt. Ach, wie knuffig. Ach, ist das knuffig. Und du bist ja voll süß. Komm mit. Ach, ist das niedlich. Das ist ja niedlich. Du bist ja so putzig. Oh, jetzt läuft mir die Nase vom Niesen gerade. Oh je. Ja, komm, Schäfchen, komm. Komm, put, 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 Schäfchen, ja, Schäfchen. Kommst du her, du Schäfchen? Schaff, 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 schaff. So. Mal gucken, ob du durch die Tür kommst. Komm mal her.
Hier, schön durch, ja? Ja, gute Schaf, braves Schaf. Das ist ein ganz tolles Schaf. Super, passt hier rein. Wunderbar. Komm ruhig ganz nah, so rein, so tief rein wie möglich. So, perfekt. Haut doch hinne. Das haut doch hinne. Ja. Gut, das kann jetzt ein bisschen dauern hier. Aber sowas wäre cool. Da kann ich meine Gegner in Schafe verwandeln. Wie cool ist das denn? So, wie viel Holzkohle haben wir denn übrig? Und holen wir uns direkt noch ein Schaf. Und ich höre gerade, ich habe vergessen, mein Handy lautlos zu stellen. Verzeihung. Na, nicht ausmachen. Verdammt. Mist. Verdammte Mist. Du musst doch brennen. So. Ach. Sekunde, ich muss mal eben ganz schnell ausmachen. So, Verzeihung. Ich vergesse das manchmal, das tut mir wirklich leid. So. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Ich vergesse es manchmal einfach vor der Aufnahme, das Handy lautlos zu stellen. Was brauche ich denn noch? Was fehlt denn? Ach so, ja, stimmt. Ich habe ja die Scherben weggepackt. Dann holen wir gleich noch ein paar. So. Dürfte reichen. Dürfte, sollte, müsste. Naja, immerhin. Immerhin. So, für ein paar Schafe wird es ja wohl reichen. Da ist eins. So, wir machen das Vieh erstmal ein bisschen langsamer. So. Ab auf die 7. Ja, daneben. Was? Was? Jetzt. Komm her, du Schaf. Komm her. Oh, voll ins A-Loch. Ins Löchlein. Ins Löchelein. Mach Schlafi. Ups, daneben. Okay. So. Zack. Wieso ist der eigentlich direkt kaputt? Verstehe ich nicht. So. Das kann jetzt natürlich wieder ein bisschen dauern. In der Zeit könnte ich eigentlich schon nach einem anderen Schaf schauen. Aber vorher brauche ich Licht. Ich brauche unbedingt Licht. So. Machen wir das nämlich wieder auf die 9. Das auf die 0. So. Ich hoffe, der bleibt auch so liegen jetzt. Oh, ich denke mal schon, ne? Macht sich jetzt aber nochmal ein Pfeil in den Popo. Dürfte das der grüne Balken, ja, jetzt wieder voll sein. Perfekt. So, gucken wir mal nach einem weiteren Schäfchen. Schaf, Schaf, Schaf. Schaf, Schaf, Schaf. Da ist ein Schaf. Komm her, du Schaf. Oh, ich hätte vorher betäuben sollen. Egal. Also das mit dem Treffen, das ist nicht meine Stärke heute. Jetzt aber. Hat er jetzt geschossen oder nicht? Ich weiß es nicht. Leg dich hin! Geht doch. So. Her damit. Immer her damit. Kriegst du auch ein paar Äpfelchen? Habe ich gerade einen Apfel gegessen? So, dann gucken wir mal nach da hinten, was das Schäfchen macht. Es dürfte ja eigentlich auch gleich fertig sein. Das, was da hinten irgendwo rumliegt. Da hinten. Da. Da liegt das Schäfchen.
Wie weit bist du? Ja, ist bald soweit. Ist bald geschafft. Ist hier irgendwo noch eins? Ist hier irgendwo noch ein Schaf? Ich hätte gerne noch ein Schaf. Kann ich die alte betäuben? Kann man Kaninchen eigentlich auch? Das würde mich jetzt interessieren, ob man Kaninchen zähmen kann. Kaninchen! Kann man? Kann man? Ich glaube nicht. Sonst würde der eigentlich, der müsste eigentlich schon liegen. Oder? Ich glaube, das wird nichts. Schade. Hätte ja sein können. Hätte sein können. Aber ich glaube, ich habe mich ein bisschen verkühlt heute. Oh, mein Schaf ist fertig. Sehr gut. Super. Ja. Sehe ich auch so. Dann komm mal mit. So, die packe ich mir natürlich alle in die Bude. Das sind alles meine Hausschäfchen. Irgendwo weiter da drüben war das andere Schaf. Gucken wir gleich mal. Es dürfte ja eigentlich auch gleich soweit sein. Wo ist es? Wo ist das Schäfchen? Da ist das Schäfchen. Huch! Ja, so will ich es nicht nennen. So. Sehr schön, erfolgt mir auch gleich. Aber ich gebe euch erstmal ein paar Äpfelchen. Dass ihr mir nicht verhungert. Gras bekommt ihr dann auch noch. So. Die futtert schon munter vor sich hin. Dann kommt mal mit. Alle ab ins Häuschen. Immer ab in die Bude. Geht in die Bude. So. Ah, sind die niedlich. Ach, wie süß. Ach Gottchen, ist das goldig. So, jetzt müsst ihr hier reinkommen. Ich hoffe, die passen jetzt beide hier durch. Nicht, dass sie sich jetzt gegenseitig den Weg versperren. Nee, kommen super durch. Wunderbar. Das passt doch. Guck mal, jetzt hast du zwei Freunde. Jetzt könnt ihr mir alle immer schön Fell geben. Oh, wie süß die an der Reihe stehen. Ach, ist das niedlich. Habt ihr Glatze? Nee, ich dachte. So, wo habe ich denn mein Gras versteckt? Das hört sich gerade ein bisschen falsch an. Also, ja. So. Dann macht mir mal ordentlich Fell. So, und wenn ich das jetzt immer schön am Laufen halte, dann dürfte ich eigentlich keine Fellprobleme mehr haben. Eigentlich nicht. Hat er denn schon ein Fell fertig? Ach, siehst du, der hat ja schon 5 Stück. Das ist doch wunderbar. Das ist doch perfekt. Das ist sehr gut. So. Das kann weg. Das machen wir erstmal. Nee, das passt nicht rein, schade. Aber irgendwas, was wir hier reinmachen können? Ein bisschen Stroh. Das war's. Gut. Dann, die Kiste. So und so und so. Und so und so. Oh, mein Kratzen im Hals. Ich glaube, ich muss dann doch vielleicht mal ein Kräuterbonbon nehmen. Ein Kräuterbonbon. So. Das belassen wir erstmal drin.
Essen die eigentlich auch Beeren? Die durften eigentlich auch Beeren essen, oder? Ich gebe es euch einfach mal. Ich mache es euch einfach mal rein. Bei dir. So. Können Sie mir schön, immer schön Fell machen. So, Leute. Jetzt machen wir Folgendes. So ein paar Schafe sind ja schön, ne? Aber ich will langsam mal was Ordentliches haben. Jetzt nehmen wir hier die ganze Holzkohle noch raus, die wir kriegen. Dann schauen wir mal, was wir an Pfeile noch herstellen können. Pfeile. Die normalen bitte. Wo sind sie? Wir sind hier. Okay. Dann brauche ich noch ein bisschen Stroh, Garn und Steine. Stroh. Steine habe ich bestimmt woanders. Ich hatte doch aber gehabt, oder nicht? Hier, genau. Garn und Steine. Dann machen wir jetzt erstmal normale Pfeile in Schwung voll. Ich trinke wieder heimlich. Ihr wisst das nicht. So. Passt doch. Und jetzt dürfte ich... Aber jetzt habe ich bestimmt wieder ein bisschen was verbraucht von... Ja, brauche ich wieder neue Garn. Okay. Und das war's. Garn? Habe ich noch ein bisschen was gehabt oder habe ich jetzt alles verbraten? Ich glaube, ich habe alles verbraten. Aber das macht ja nichts. Garn ist ja schnell geholt. Wieso habe ich das denn jetzt im Kopf? Kennt ihr das? Es ist so ein... Ich weiß nicht, ob es eine YouTuberin war oder... Ich glaube schon. Ich kenne leider ihren Namen nicht. Hat sich auch etwas jünger angehört. Das ist wie eine jüngere Dame. Und sie hatte Ark gespielt. Und in diesem... Während sie Ark gespielt hat... Hat sie immer... Ist immer auch schön auf ihrem Raptor lang geritten in dem Spiel und hat immer schön ba 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 ba. Und hat dann angefangen zu singen. Hier dieses Lied da. Ach, wie heißt das denn? Jetzt muss ich überlegen. Wie hieß das Lied nochmal? Oh, ich habe gelevelt. Nein, so hieß es nicht. Das hieß. Ich komme schon noch drauf. Ich komme noch irgendwann drauf. Machen wir mal Ausdauer ein bisschen. Ach, Mist. Aber wisst ihr was? Wenn ich die Folge hier hochlade, ich werde mich, im Internet nochmal schlau machen, wie das Lied nochmal hieß. Ich komme jetzt einfach nicht mehr auf den Namen. Aber ich fand es richtig putzig. Ich fand das Video richtig geil. Irgendwie, es hatte was Süßes an sich. Ist doch so schön immer auf ihren Raptor lang geritten hier und mit anderen Spielern zusammen und hat dann immer schön. Das ist richtig cool. Ich finde es cool gemacht. Das hat irgendwie was richtig. Man bekommt dadurch richtig gute Laune, wenn man sich das anguckt. Man hat das auch automatisch hier dieses immer im Kopf und man muss automatisch mitmachen. Immer. Richtig cool. Wenn es mir wieder eingefallen ist, wie das Lied hieß, dann schreibe ich euch das unten rein. In die Beschreibung. You've gonna miss me when I'm gone, glaube ich, hieß das. Ich fange jetzt auch nicht an vorzusingen, weil erstens kann ich nicht singen und zweitens kenne ich den Text nicht. Das würde sich bescheuert anhören, wenn ich hier so... When I'm gone. Ne? You've gonna miss me when I'm gone. Genau, das war's. Jetzt brauche ich doch nicht drunter schreiben. Ich hoffe, ihr erkennt es jetzt. Hoffe ich doch. So, hier muss irgendwas Flatterndes sein. Hier sind ein paar Hyänen, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich nehme erstmal meinen Hammer in der Hand. Die greifen nämlich bestimmt gleich an, wenn sie mich sehen. Oh, 40, okay. 40?
Hört sich wiederum, hört sich interessant an, was auch immer der andere da gerade anknabbert. Ach, ein Kanickel, gut. Komm, wir nehmen uns den Level 40er. Den Wutzi! Wutzi! Ey, Wutzi! Oh, ich hänge. Huch! Hallo, Wutzi! Willst du Schlafi machen? Hast du Bock auf Schlafi? Ich weiß gar nicht, ob ich Fleisch mit habe. Zur Not kriegst du erstmal mein gebratenes Fleisch. Davon habe ich genug. Oh, daneben. Mist. Hier, komm, so viele Pfeile habe ich nicht. Ich wollte noch. Och, shit. Das ist aber jetzt nicht geil. Das ist nicht gut. Ach. So. Get out. Ich kann dich leider doch nicht zähmen. Jetzt muss ich mal eben schauen, was ich für einen Bogen brauche. Ah, kann ich sogar machen. Dann ist ja gut. Nicht zwei. Ich brauche nur eins. Ich hoffe, das geht jetzt auch. Ich hoffe. Das wäre jetzt natürlich ätzend, wenn das jetzt nicht geht, weil ich kann das ja nicht reparieren. Dazu. Doch, es geht. Oh, Gott sei Dank. Ist vielleicht dann nicht so, nicht so effektiv wie mit der Armbrust, aber wir probieren es jetzt trotzdem mal. Wir probieren es trotzdem mal. Okay, da ist noch ein Hundewutz. Ich brauche aber gerade keinen Hundewutz. Ich möchte irgendwas Flatterndes. Bitte. Das wäre sehr nett. Jetzt habe ich es im Kopf. Verdammt nochmal. Vielleicht kennt es ja viele unter euch sogar schon. Ist eigentlich ziemlich bekannt, das Video. Waren hier nicht vorhin Flatterviecher? Da, da hinten. Da ist eins. Das ist irgendwas Zweiköpfiges. Ich weiß nicht, ob ich das zähmen kann, aber ich probiere es jetzt einfach aus. Was willst du hier? Gehst du weg? Haust du ab? Ich muss den erstmal verlangsamen, glaube ich, damit er nicht zu hoch fliegt. Wo ist er hin? Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist der Flattermann? Der Flattermann. Oh, ich, der Flattermann. Ich möchte gerne den Flattermann. Wo ist der Flattermann? Ich brauche hier den Flattermann. Wo ist der kleine Flattermann? Ich weiß nicht, ob ich reimen kann. Hallo? Hä, der war doch eben noch. Ist er jetzt hochgeflogen? Das wäre jetzt natürlich ätzend. Wo ist denn der jetzt? Ich will ein Flattermann, Flattermann, Flattermann. Ich hätte gerne einen Flattermann. Komm jetzt her, du Flattermann. Ne. Ne Muschi. Nein. Bitte nicht. Ach nö. Oh, da ist ein Drache. Und da hinten ist eine. Ist. Ach nö. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Verdammt nochmal. Das ist doch jetzt nicht euer fucking Ernst. Shit. Da ist er, Flattermann. Flattermann. Flattermann, Flattermann. Komm jetzt her, du Flattermann. Jetzt reicht's mir mit dir, weißt du? Oh, ich hab nicht getroffen. Das sind. Ach nee. Nicht schon wieder. Hört mich auf damit. Haben die mich beklaut? Nein. Oh, was ist denn das? Ein Knüppel. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Und ich glaube, dass die Zerhackschöde. Genau. Zerhackstückeln wir erstmal. Weil ich weiß ja nicht, ob die. Ich glaube, das Flattervieh braucht Fleisch. Und daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Ich hätte eigentlich viel lieber den Drachen als den hier, aber. Ja, ich traue mich an das Kätzchen nicht vorbei. Aber der ist so hoch, verdammt nochmal. Wie komme ich den. Komme ich denn jetzt dahin? Der fliegt immer darüber, glaube ich. Nee, jetzt kommt er. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt. Der kommt. Ja, komm, mach eine Landung. Gib mir. Tu mir den Gefallen. Mach eine Landung. Eine schöne, fette Landung. Ja.
No! Das ist ja mein Flattermann! No! Alter, war das ein Lärm, Junge, was war das denn? Oh, du Bastard! Was hab ich denn? Aua! Wo häng ich denn? Ach, hier. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich wollte doch nur ein Flattermann! Hab ich den jetzt umgebracht, oder? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, auf die Meldung. Ach, jetzt, ja, nö, ist klar. Ja, nö, ist klar. Wieso mache ich Männergeräusche? Das macht mich immer fertig. Du blöder Köter! Du bist so böse! Ich treffe nix. Verdammt nochmal. Autsch. Hörst du auf damit? Gehst du weg? Ich spring dich um. Also besonders viel Schaden macht das Feuer nicht, ne? Ich mach mal das hier kurz rein. Hä, wieso ist der schon wieder komplett geheilt? Wie unfair ist das denn? Oh, ich bin am Strand. Ach, na komm. Ich will doch nur einen Flattermann. Mit dem ich richtig flattern kann. Warum kriege ich keinen Flattermann? Das finde ich jetzt überhaupt nicht nett. Vielleicht hätte ich nicht so viel mit dem Eis auf das Vieh ballern dürfen. Okay, jetzt sind sie beschäftigt. Das nutzen wir aus, um zu flüchten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, mich mit denen zu beschäftigen. Verdammt. Verdammt nochmal. Ich muss aber wieder einen neuen Flattermann suchen. Aber ich will doch unbedingt so einen Flattermann. Was mache ich denn falsch? Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient? Jetzt ist der Flattermann hops gegangen. Aber scheint doch gar nicht viel auszuhalten, so ein Vieh, hä? So ein Mist aber auch. Ich guck mal, wie lange ich aufnehme. Na gut, ein bisschen haben wir noch. Ein kleines Spielchen haben wir noch. Ja. Was machen wir nu? Was machen wir nu? Was ich jetzt erstmal mache, ist... das wieder hier rein. Und mal ganz kurz... muss ich erstmal wieder umstellen. So. Und ganz kurz die normalen Pfeile hier drauf. So. Ich brauche einen Flattermann. Ein Flattermann, der flattern kann. Hier sind die Schafe. Hier sind die Schafe. Aber so wie ich das einschätze, die Situation, ne? In der ich gerade bin. Das ist ein Wolf. Wölfe. Braucht man einen Sattel für Wölfe? Ich habe keine Ahnung, ob man das braucht. Ich habe noch nie an so einem Wolf einen Sattel gesehen. Macht doch irgendwie keinen Sinn. Kann man die überhaupt reiten? 76. Alter! Warum schleiche ich mich immer so nah dran? Wieso mache ich immer denselben Fehler? Boah, fuck, ist der schnell! Au, 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 au. Nein, ich hab Durst. Verdammt, 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 verdammt. Nicht essen. Trinken. Lauf, Mädel. Lauf, 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 lauf. Au, 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 au. Nein, nein. Nein, nein, nein. Au, ich komme hier nicht raus. Ich hänge fest. Verdammt. Ich hänge fest. Huh. Huh, huh, huh. Aua. Hör auf. Geht ihr weg. Lasst ihr mich in Ruhe. Ach, verdammt. Und genau so ungefähr habe ich die Situation eingeschätzt.
Hm.